Menschen aus ganz Sachsen feiern den Jahreswechsel. Aus politischer Sicht blickt der Freistaat auf ein Jahr geprägt von kontroversen Debatten und großen Herausforderungen zurück. Im Sächsischen Landtag haben wir die Abgeordneten gebeten, einmal Bilanz zu ziehen zum politischen Jahr 2015. Es ist das Jahr der Asyl- und Flüchtlingspolitik gewesen und das hat zwangsläufig vieles überlagert, wobei wir natürlich vielleicht etwas unbemerkt von der Öffentlichkeit eine ganze Menge anderer Themen auch bearbeitet haben. Wir haben vor allen Dingen auch gesehen, wie viel ehrenamtliches Engagement, wie viel Zivilgesellschaft leisten kann und wie viele Menschen auch etwas gegen die Anfeindung, gegen die Demokratiefeinde entgegenstellen können. Ich habe natürlich aber auch große Skepsis und Ablehnung erlebt und diese Skepsis und Ablehnung zu bearbeiten, mit den Menschen darüber zu sprechen, über die Ursachen zu sprechen und politisch alles dafür zu tun, dass das verringert wird. Das ist unsere größte Herausforderung im Moment. Für mich persönlich, habe ich, denke ich mal, politisch relativ viel erreichen können. Aber die großen Themen, die wir eigentlich bewältigen wollten, wie Bildung, sind ein bisschen ins Hintertreffen gelandet. Für den Landtag muss ich sagen, es war 2016 eine sehr spannende Zeit. Wir haben viel gelernt. Wir sind jetzt ganz klar in der Sacharbeit angekommen. Wir sind in den Ausschüssen dabei. Wir haben Anhörungen mitgemacht. Wir haben die ersten Anträge selber eingebracht und freuen uns natürlich, dass wir jetzt sicherer geworden sind in dieser Arbeit. Die Asylsituation und daraus resultierend die Integration der vielen Flüchtlinge in Deutschland und Sachsen sehen die Politiker auch für das anstehende Jahr als größte Herausforderung. Wir haben die Landtagsabgeordneten außerdem gebeten, einen Ausblick darauf zu geben, welche weiteren Themen uns im politischen Jahr 2016 beschäftigen werden. Ich befürchte, dass wir uns 2016 doch wieder deutlicher mit den Auslandseinsätzen der Bundeswehr beschäftigen müssen, weil ich glaube, dass wir uns da mit Syrien was ans Bein gebunden haben, was uns viele Probleme bereiten wird und ähnliche Sachen werden uns in der Ukraine einholen. Wir haben jetzt gerade in Paris ein völkerrechtlich bindendes Abkommen des Klimaschutzes gehabt und wir in Sachsen werden natürlich ganz stark darauf gucken, was können wir hier vor Ort machen. Wir können ganz viel vor Ort machen. Wir können mit einem ordentlichen Klimaschutzplan, den meine Fraktion ja auch schon vorgelegt hat, dafür sorgen, dass wir hier CO2 einsparen, dass wir in erneuerbare Energien umsteigen und dass wir damit auch unseren Kindern hier vor Ort eine Zukunft schaffen. Wir werden intensiver die Diskussion darüber führen müssen, wie der gesellschaftliche Zusammenhalt funktioniert, auch das Thema Diskussionskultur. Mein Ressort Hochschule Wissenschaft und Forschung hat ein paar große Entscheidungen vor sich. Die Exzellenzinitiative wird entschieden. Die Frage, ob wir in Sachsen weiterhin sehr, sehr viele Millionen vom Bund kriegen für exzellente Forschung und natürlich auch Forscher. Es wird in meinem Bereich auch darüber geredet, wie die Hochschulen bis zum Jahr 2025 aufgestellt werden in Sachsen. Wir wollen endlich den Stellenabbau stoppen und haben dafür sehr, sehr gute Chancen. Natürlich bin ich interessiert oder gespannt auf die Krankenhausplanung 2016 und hoffe, dass wir Wege finden, die Standorte zu sichern, auch im ländlichen Bereich für die kleinen Krankenhäuser. Ein großes Thema wird natürlich das Bildungsthema sein, weil dort die Novelle des Schulgesetzes ansteht und wir jetzt schon in der aktuellen Diskussion sind mit verschiedenen Schulen, mit verschiedenen Organisationen, Kreiselternrat, Landesschülerrat und so weiter. Wir selber möchten natürlich in Hoyerswerda eine Verbesserung der Infrastruktur erreichen. Wir haben da im Stadtrat schon einige Beschlüsse gefasst, die wir natürlich jetzt mit Hilfe aller umsetzen werden. Ich denke da an die Ortsdurchfahrt Dörgendehausen, die im Jahr 2017 kommen wird. Und ich hoffe, dass die Einsteinstraße in Hoyerswerda nun endlich fertig wird. Ja, mit Blick auf Chemnitz kann ich ganz konkret sagen, dass natürlich auch die Stadt Chemnitz, die einen guten Teil schon immer an Flüchtlingen aufgenommen hat, da vernünftige Bedingungen bekommen muss, um das gut zu bewerkstelligen. Und wir haben ja jetzt ein Investitionspaket geschnürt, was es der Stadt Chemnitz ermöglichen wird, an der einen oder anderen Stelle auch neu zu investieren. Es wird gerade in Chemnitz diskutiert über den Neubau eines Schauspielhauses, was mich als Kulturpolitikerin natürlich sehr reizt, was ich eine wunderbare Idee finde. Und dann ist für Sachsen natürlich, glaube ich, ganz wichtig, einfach an seinem Image
nicht zu feilen, das wird nicht reichen, sondern ganz deutlich auch die Signale zu senden, sei es in die wissenschaftliche Welt, sei es in die touristische Welt, denn das sind ja so die Branchen, die es am deutlichsten spüren, ein deutliches Zeichen zu senden, wir sind ein weltoffenes, ein vielfältiges, tolerantes Sachsen, was auch in so eine Zukunft gehen möchte. Wir blicken gespannt auf politische Debatten, Entscheidungen und Herausforderungen des anstehenden Jahres 2016.